Hallo zusammen. Heute eine weitere Folge der Buchsbaumzinslerbekämpfung. Hier eine Methode, die man besonders gut anwenden kann bei Buchsbaumkugeln. Was wir dazu benötigen, ist eine Abdeckplane und ein Gurt oder irgendeine Kordel. Dann legen wir mal los. Wir breiten die Folie gleichmäßig verteilt über den Buchsbaum aus und führen alle Seiten unten zusammen. Dann legen wir im unteren Bereich den Gurt um den Buchsbaum und ziehen diesen zusammen, damit kein Luftaustausch unter der Folie stattfinden kann. So, jetzt warten wir ein paar Stunden und die Sonne wird dann ihre Arbeit verrichten. Um jetzt mal zu sehen, wie heiß es darunter wird, nehmen wir einfach mal ein Thermometer und stecken das hier rein. Mal gucken, was nachher dabei rauskommt. Nach 4 Stunden in praller Sonne war unter der Folie eine Temperatur von über 40 Grad Celsius. Und ich habe dann die Folie entfernt. Dabei konnte man sofort sehen, dass es wohl für die neuen Triebe im oberen Bereich auch etwas zu heiß war. Bei der Suche nach Buchsbaumzinslern fand ich nur noch tote Raupen und ich stellte fest, dass 4 Stunden bei praller Sonne mit 26 Grad Außentemperatur wohl etwas zu lange war. Dementsprechend sind auch die jungen Triebe danach abgestorben, also Vorsicht bei praller Sonne und in diesem Fall nur transparente Folien verwenden. Dem Buchsbaum im Allgemeinen hat das, wie man sieht, nicht geschadet und beim nächsten Schnitt sind die trockenen Stellen wohl auch wieder weg. Hier eine weitere Buchsbaumkugel, wo ich bei nicht so hohen Temperaturen einige Zusatzmethoden anwenden werde. Wie man sieht, hier sind also einige drin und jetzt machen wir da auch mal eine Plane drüber. Man sieht, die waren also hier schon gut am Werk und dann gucken wir mal, ob das hilft. Um die Aufheizung zu beschleunigen, kann man das Ganze auch noch mit einem schwarzen Müllsack abdecken. Nach dem Abnehmen der Folie haben die Buchsbaumzinsler es nicht überlebt oder sind zumindest stark aufgeheizt und vertragen kein kaltes Wasser. Und deshalb spritzen wir den gesamten Strauch mit kaltem Wasser ordentlich ab. Und hier sieht man das erfolgreiche Ergebnis. Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt, wie bereits im Video Teil 2 gezeigt, abschließend noch den Hochdruckreiniger ein. Und wie man sieht, kommen immer noch einige Raupen hinzu. Zu diesem Thema habe ich ja bereits 4 Videos veröffentlicht, die man übrigens alle über die Playlist aufrufen kann. In diesem Jahr waren wohl deshalb so wenig Buchsbaumzinsler aufzufinden, weil ich im letzten Jahr die Behandlung mit Neemöl durchgeführt habe.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und noch mehr über ein Kanalabo freuen. Und abschließend wünsche ich euch viel Erfolg.